Unsere Erfolgsgeschichte beginnt bereits im April 2022. Damals schreiben Elino und Yukina miteinander. Denn Elino will zum damaligen Zeitpunkt ein weibliches Team aufbauen. Eben jenes Team soll 2 Jahre später den Project Queens Titel gewinnen und damit deutscher Meister werden. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Und hatte ich sowohl die Anfrage von Ryzen und Alora und ihr Creative Team hatte mich auch angefragt. Als ich mich dann für was anderes entschieden habe, meinte ich so, hey, ihr seid ein Ort, ihr sucht was, ihr seid ein Team, ihr sucht was, connectet euch doch mal. Und hab Alora und Max zusammengebracht quasi. Doch die eigentliche Geschichte beginnt jetzt erst, denn es gibt noch ein paar Wechsel im Team. So kommen Ende Dezember dann Nala und Yukina mit dazu. Ich glaube, ein paar Wochen später habe ich dann gehört, dass sie zu Ryzen gegangen sind und es alles gut funktioniert hat. Ich persönlich liebe sie sehr. In beiden Aspekten. Als persönlichen Aspekten und halt auch zumindest in-game. Sie spricht für mich eine sehr große Rolle. Und sie hat mir auch zumindest auch viele Inputs gegeben. Am 8. Februar 2024 war der erste Spieltag und direkt einmal gab es ein 2:0. Wir kennen uns aus Trials. Wir haben zufällig zusammen getrialt. Und dann habe ich gemerkt, Bolly ist krass. Mit der will ich Duo-Queue spielen. Auch am zweiten Spieltag, dem 12.02., durfte sich das Team direkt mit einem 2:0 belohnen. Yukina zeichnet sich durch folgende Dinge aus. Ihre Yoru, mit der sie gute One-Taps gibt. Außerdem durch ihre aggressive Spielweise und ihre mentale Stärke. Am dritten Spieltag gibt es einen kleinen Rückschlag, denn die erste Map geht verloren. Doch die anderen Maps kann man am Ende gewinnen und somit auch den Spieltag mit nach Hause nehmen. Also Sleepy, auf jeden Fall ihre Clutches und ihr Aim. Sie ist eine sehr gute Spielerin. Wenn es jetzt irgendwie ein 1v5 ist, dann denkt man sich jetzt nicht so, okay, so wir haben die Runde gewonnen, da muss man wirklich nochmal die Zähne zusammenbeißen, weil Sleepy, ne, sie kann alles, also das kann zu allem noch führen, da muss man aufpassen. Auch an Spieltag 4 wird gewonnen, während der 5. Spieltag dann direkt geschenkt wird. Die Gegner treten nicht an und somit ist Ryzen Sugar ungeschlagen in der Relegation. Ja, also Aloras Persönlichkeit ist auf jeden Fall nicht alle Tassen im Schrank, also super witzig. Aber an sich halt auch jemand, der echt viel halt tut, also sie arbeitet halt sehr viel und zeigt das natürlich halt auch, ne? Also sie gibt halt immer ihr Bestes und das merkt man halt auch an ihrer Persönlichkeit. Im Qualifier geht's gegen Permitter und TTL ran. Doch auch diese Spiele werden gewonnen und somit heißt es Division 1 nach nur einem Split Second dafür. Ich denke vor allen Dingen die ruhige und KM Art, die sie ja sehr kontinuierlich beibehält, ja, macht sie aus in dem Spiel, glaube ich, und überträgt das mit auf die, ja, Mitspieler und Mitspielerinnen, würde ich sagen. Auch der erste Spieltag in Division 1 wurde von einem Sieg gekrönt. Ist eine sehr gute Central-Spielerin auf Killjoy und Cypher, haben wir ja gesehen. Bei den Finals zum Beispiel. Oder auch natürlich ihr Yoru, einfach, dass sie die Carry-Pants mal anziehen kann und sagen kann, ich trage mein ganzes Team. Kraft gegen Fokus waren schon insane Performances. Also ist sehr vielseitig und macht unglaublich viel Spaß, hier zuzugucken. Spieltag 2 wird ebenfalls gewonnen. Kiras Race-Movement, ich finde das super. Also da, dass sie sich mal irgendwo hinsetzt und dann piekt, das muss man erwarten. Das machen auch nicht viele. Und auf jeden Fall habe ich auch von ihr gelernt, tatsächlich. Also ich habe das gesehen und mache es jetzt auch selber. Ich habe es davor nicht gemacht. Also sie beherrscht auf jeden Fall den Agent sehr gut. An Spieltag 3 dann die erste Niederlage im Jahr, was der erste kleine Rückschlag ist. Für mich macht Alora aus, dass sie auch in stressigen Situationen keine Nervosität zeigt und einfach einen kühlen Kopf bewahrt und natürlich genau das macht, was man von einer guten Initiator-Spielerin erwartet. Durch einen Sieg am 4. Spieltag gegen Focus steht es dann aber fest, Ryzen Sugar fährt auf die Split Finals. Also tatsächlich war es, bis wir uns qualifiziert haben, so wie ich das wahrgenommen habe jedenfalls, war das nie wirklich ein Thema. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich, okay, mit dem Sieg können wir, ich glaube, das war gegen Focus, was ja sowieso, ich glaube, da war das, dass wir gegen Focus gewinnen, viel, viel wichtiger, als das,
als dass wir die Spitfindes klar machen, weil das war irgendwie erst so richtig klar, nachdem wir gegen Focus gewonnen haben, war es einfach, wir nehmen Spiel zu spielen. Wir haben ja zwischendurch noch nur 2 gegen Attacks verloren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sogar den Spieltag davor. Und jedenfalls, ich persönlich habe da gar nicht dann irgendwie dran gedacht, okay, mit dem nächsten Sieg können wir das Spitfindes safe. Am letzten Spieltag gibt es nochmal eine Niederlage gegen Neon Blade, doch es ist nicht so schlimm, denn am Ende steht fest, Rising Sugar fährt nach Köln. Ganz frech und mancher will ich sie schlagen, aber overall würde ich sagen, sehr, sehr lebensfroh und sehr, sehr nette Person. Es ist immer wieder schön, mit ihr zu reden. Es war soweit. Stage Time in Köln. Ob die Mädels nervös waren? Ein bisschen. Alles andere wäre gelogen. Doch am Ende gewinnen sie beide Maps gegen Focus und stehen damit im Finale. Die Mädels waren glücklich, das merkte man ihnen an, denn die Nervosität und Anspannung, die war jetzt weg. Im Finale wartete dann Alternate Attacks. Eigentlich nicht viel. Ich hab dir einfach nur das gesagt, was ich dir immer sag, so dass sie, wenn sie vernünftig spielen, alles gewinnen können. So, weil es ist einfach so. So, manchmal vergessen die das halt ganz gerne. Dann muss man sie halt nochmal 5 oder 6 Mal dran erinnern und dann klappt das auch. Wie gesagt, ich mag alle anderen Teams, aber manchmal hilft es halt auch einfach mal zu sagen, dass die Teams schlecht sind. So, es hilft einfach. So. Nach 2 umkämpften Maps gegen Attex steht es fest. Die Mädels krönen sich zum deutschen Meister. Ich kann es nicht fassen. Wirklich, das ist so geil. Schon das Halbfinale zu gewinnen war insane. Und dann habe ich irgendwie schon dieses Gefühl gehabt, dass wir es schaffen können. Dass wir jetzt einfach all the way gehen. Weil was ist. Also ATN ist schlagbar auf jeden Fall, wenn man Fokus schon schlagen kann. Vor wenigen Tagen gab es mit einer weiteren Spielerin auch weiteren Zuwachs. Die nächste Saison geht nächste Woche los und mal schauen, ob der Titel verteidigt werden kann. Ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Monaten wieder, denn dann geht die Geschichte weiter.